Willkommen zurück zu Fallout 4. Erwischt! Wir wandern immer durch eine Wehr, kommen zurück und so. Wenn wir schon mal da sind, dachte ich mir, können wir hier gleich noch mal ein bisschen noch uns umgucken. Weil ich meine, so oft kommen wir wahrscheinlich nicht mehr durch eine Wehr, vor allem, weil wir gerade eine wunderschöne Militärbasis gefunden haben. Was sind das jetzt eigentlich für Türme hier? Sind das hier die einzelnen... Das ist einfach nur die Lüftungsschächte für die Militärbasis oder was? Dass die überhaupt überlebt haben? Wie gesagt, machen wir zur letzten Folge zurückzukommen. Ich finde es enorm Verschwendung, dass wir. Near Family Manufacturing. Wächterplatz. Da stellt sich auch wirklich die Frage, was man noch so alles im verstrahlten Meer finden könnte. Wenn man nur lange genug suchen würde. Liegen hier draußen auch schon wieder Atombomben rum? Achso, das nenne ich mal unheilvoll. Ich finde das total beunruhigend, dass die hier einfach so draußen rumschwimmen. Vor allem, warum liegen die dummen Atombomben eigentlich draußen rum? WDF. Na gut, wie man sei. Wir reisen hier mal eben weg und reisen mal wieder zurück. Wir wollen unsere Bruderschaftsquest weitermachen. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach in der Pause so sitzen bleiben. Für die restliche Zeit des Let's Plays, weil wir nähern uns mehr oder weniger scheinbar dem Ende und da wird es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir die beste Rüstung anhaben. Aufbauen kann ich es leider nicht komplett, aber naja, was soll's. Schieß mal auf die Atomköpfe drauf. Habe ich schon versucht, passiert nichts. Passiert einfach gar nichts. Was übrigens auch so sein sollte, weil normale Atombomben sind eigentlich auch nicht so einfach auszulösen. Das Ding ist nämlich, dass es sehr schwierig ist, nukleare Waffen tatsächlich auszulösen. Man braucht dafür einen speziellen Zünder. Und naja, das ist nicht so einfach. Du hast ja bei Atombomben hast ja so eine Halbkugelform. Und um die richtig zu zünden, müssen die Elektronen. Müssen die irgendwie anders. Googelt einfach bei Wikipedia nach, da steht's. Auf jeden Fall ist es nicht leicht, eine Atombombe auszulösen. Und eigentlich werden die Dinge auch nur im letzten Moment scharf gestellt. Und da es sich nicht um instabile chemikalische Substanzen handelt, ist es wahrscheinlich schwierig. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Weil Gauss-Munition teuer ist, deswegen. Das, wie gesagt, also Atombomben aus Versehen auszulösen, ist relativ unwahrscheinlich. Nicht so wie andere. Also so Dynamit und so, das ist einfach halt eine instabile Chemikalie. Aber so irgendwie. Uran explodiert nicht so einfach, wenn man da nicht vorher was mitmacht. Also da muss man sich schon echt Mühe geben. Was natürlich passieren kann, dass die instabilen Chemikalien die Kettenreaktion auslösen. Na gut. Was? Muss es zum Abend Paprika-Rahmschnitz und ein Kartoffelecken oder lieber Bauernfrühstück? Paprika-Rahmschnitz, obwohl ich Kartoffelecken obwohl ich Bauernfrühstück persönlich präferiere. Ingram? Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Proctor Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Ich sag doch, Atomwaffen löst man mit der Schusswaffe nie aus. Eigentlich, weil man halt dafür irgendwie doch einen etwas besseren Zünder braucht und Uran explodiert in sich auch nicht, das strahlt nur vor sich hin. Das weiß ich auch. So eine Kettenreaktion braucht eine relativ große Menge an Energie. Ist es sicher? Und du meinst wirklich, dass das sicher ist? Natürlich. Ich habe jede Verbindung und jeden Schaltkreis persönlich geprüft. Prime wird funktionieren. Proctor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Euresgleichen sind hier nicht willkommen. Und was willst du dagegen tun? Aha. Ist ja schön, dass die Aspiranten hier wettern. Uns erwartet ein großer Moment, so wie es aussieht. Nebenbei bemerkt TKP, du kannst gerne versuchen, meinen Mod zu essen, aber der ist wehrhaft, der hat ein Schwert. Noch was soll ich mich denn irgendjemand noch... Warum sind die Folgen voraufgenommen? Hä? Was meinst du mit voraufgenommen, Rami? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich bin mir sicher, du möchtest das noch ausführen. Egal. Soll ich mal die Waffe wegstecken, wa? Liberty Prime ist online. Okay. Lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Warum hat das Ding? Diagnosebefehl akzeptiert. Warum hat das Ding überhaupt Hände eigentlich? Wofür? Was hat es? Lasst ihm einen Augenblick. Er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Warum muss das hier nicht so laut sein? Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission: die Befreiung vom Anchorage, Alaska.
Nein. Primäre Ziele, alle rot-chinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffen-Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Ja, ja. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rot-chinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Schade. Alle Anzeigen sind auf Grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Das Ding ist, ich mag überhaupt nicht, wie Liberty Prime redet. Das hört sich irgendwie so an, als wäre seine Programmierung doch irgendwie höchst fehlerhaft, oder? Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Was? Eine Stimpumpe T60? Was soll ich denn mit einer T60-Dingsbums? Na toll, na gut. Glaubst du, ich werde das Ding bei meinem nächsten Auftrag brauchen? Ich weiß nicht. Aber es schadet nie, gut vorbereitet zu sein. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Ich sehe übrigens immer noch nicht, wie genau sie eigentlich noch planen. Oh, yay. Was geht denn? Wir sollten einander besser aus dem Weg gehen. Was? Ich bin immer noch nicht... Meine Schicht war lang. Aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Ja, toll, aber ich sehe halt beim besten Willen wirklich nicht, wie sie mit Liberty Prime was machen. Also gegen die Enklave war es halt relativ klar, was man da machen musste. Die hatten halt eine feste Basis, wo man hinlaufen konnte und alles kaputt schießen. Das war easy. Das war einfach. Aber das Institut wohnt immer unter der Erde. Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Was bringt denn ein riesengroßer Kampfroboter? Ja, freut mich, euch zu sehen. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Den braucht ihr sicherlich nicht, oder? Sind das hier Särge oder sind das? Ne, das sind keine Särge. Dumm. Also irgendwie, irgendwo muss die Bruderschaft definitiv einen Produktionsort haben. Wenn man sich das mal anguckt, wie viel Zeug die ja haben, wie viele Kisten. Angeblich hat sich ältester Maxon die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. Aha, schön für ihn. Was haben wir hier noch als Türme? Ich muss echt zugeben, dass ich mir diesen Flughafen noch nie irgendwie im Detail angeguckt habe. Aber anscheinend gibt es ja auch nicht besonders viel zu entdecken. Na gut. Am 19. kommt ja Far Harbor raus. Soll eine große Story jetzt hier sein. Ich muss eigentlich das Spiel bis dahin durchhaben, wa? Das könnte aber schwierig werden, weil bis dahin noch ein Stream... Ja, doch, noch ein Stream. Ich überlege übrigens, wie ich das mit dem DLC machen. Beim letzten DLC bei Automatron hatte ich ja leider nicht so richtig viel Zeit. Weil ich einfach nicht zu Hause war. aber für Far Harbor könnte ich... Ich überlege, ob ich da einfach ein Sonderding was mache. Meine Liste an Wartungsarbeiten wird einfach immer länger und... Schnellreise jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, wie dieser dumme Flieger ist. Vor allem, das ist das. Was wir gerade sagen, warum wird Liberty Prime direkt von der Pridwin gestartet? Haben die keine lokale Energieversorgung? Also. Oder die andere Frage ist, wie viele verdammte Generatoren hat die verdammte Pridwin bei? Dass sie so einfach mal so das nebenbei machen kann. Warum dieses Backwechsel unter der Dusche stolpert. Oder so. Aber wenn gerade entfernt, ich könnte eventuell doch nochmal meine Rüstung. Wie kannst du nur neben dieser. Das geht ganz einfach neben der Abscheulichkeit. Das mach einfach so. Ja, gute Frage. Wozu der Roboter, wenn er. Gute Frage, ja. Du kannst die Rüstung hier nicht verlassen. Mann. Moment. Schmalzlockenperücke. Sonnenbrille. Lorenzos Anzug. Hätte ich nicht mal einen Anzug, der Charisma plus 3 gemacht hat? Na, was soll's. So. Achso, ich bin jetzt ja hart überladen. Hancock, ich brauch dich mal eben. Hey, du musst es nur sagen. Ja, wir müssen handeln.
Nein, jetzt bleib doch mal. Nein! Haben offenbar Schubungleichgewicht. Passe Neigung an. Junge, jetzt renn ich mal. Jetzt hör auf, hier wegzurennen! Alle Bänder im normalen Bereich. Oh, ist das nervig! Nein, ihr sollt. Hier drüben. Alles. Nein, du sollst dann auch mit mir handeln, Hancock! Oh, ist das behindert! Oh. Hey! Ich nehme Wünsche entgegen. Ja, dann halt die Fresse und handel. Ach, endlich. Ist das ein Elend. Was, Hancock kann nicht mehr tragen? Na gut, egal, wird trotzdem überladen. Was, da fährt man vor 2, dass sie zumindest im Westen mehrere Produktionen Forschung haben. Vermutlich so ähnlich wie eine Basis in vor 3. Das Ding ist, dass die Westküstenbruderschaft von der Südküstenbruderschaft getrennt ist. Ist das, was sie mir sagen wollen, Ritter? Sekundäre Deltas. Ganz und gar nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Proctor Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. Was? Ist Quinlan absolut sicher? Proctor Quinlan hat die Informationen mehrfach überprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass das Ergebnis eindeutig ist. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Dances DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er Ihnen das nie erzählt und Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Was? Ich wüsste nichts, Freunde. What? Nachdem ich so viel erreicht habe, wieso sollte ich meine Position hier in Gefahr bringen? Da ist was dran. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Das Ding ist, ist Dance ein freier Synth, der aus freien Willen sich der Bruderschaft angeschlossen hat? Oder ist es ein Spion des Instituts? Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Was? Sie können einen ansonsten völlig unschuldigen Typen nicht einfach in Ruhe lassen? Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie. Mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Spoiler doch nicht so viel, Target! Na gut, dass ein freier Synth von der Wayward ist. Ja, das hätte mir Dance wahrscheinlich gesagt, wenn ich mit ihm mal ein paar Follower-Quests gemacht habe, was ich nie getan habe. Weil Dance bei mir ein bisschen kurz gekommen ist. Naja. Integrität der Aufbau. Irgendwie scheint mir Hancock mehr als nicht so. Was, Dance? Wusste nicht, dass er ein Synth ist? Was denn, du? Und hör auf zu spoilern, ihr Typen. Warmacher Manson. Naja, dann musst du halt eine harte Hand bewahren. Also zumindest wenigstens. Ja, wie der Typ aus River City. Achtung, beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Dokumente historischer, technologischer oder sozialer Natur unverzüglich bei Proctor Quinlan abgegeben werden sollten. Moment. Das wäre alles. Verdammt, den Tag habe ich noch über den Typen geredet. Oh, na gut. Ritter, man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache mit Dance tut mir leid. Ja, aber, Was weißt du über diese Sache? Als ich die Daten entschlüsselt habe, die du aus dem Institut mitgebracht hast, bin ich auf eine Liste gestoßen. Wie es scheint, führt das Institut sehr gut über seine Synths Buch. Unter anderem wird vermerkt, welche verschwunden sind. Als ich mir die Liste angeschaut habe, bin ich auf ein Bild von Dance gestoßen, das mit M797 beschriftet war. Ein schneller DNS-Vergleich mit den Daten aus unserer Datenbank hat dann den Rest der Geschichte ergeben. Ich bin sicher, dass das ein ziemlicher Schock für dich war, Ritter. Es tut mir leid. Harkness hieß er, genau. Was anderes? Wir werden ihn vermissen. Das bezweifle ich.
Ich vermisse einen Synth genauso wenig wie ein Transistorradio. Du hast mir nur leid getan, weil er dich getäuscht hat. Aber egal. Ich habe mir Dances Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Dances Identität zum Ausdruck bringen. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrter. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Ich finde, diese Synth-Geschichte wird eine interessante Frage an, wo Leben anfängt. Ich denke mal, wenn man die klassische Definition nimmt, würde das Leben wahrscheinlich da anfangen, in dem Moment, in dem sich das Leben selbst bewusst ist. Gibt es da nicht eigentlich eine relativ klar abgegrenzte Definition? Was natürlich das ein robotisches Leben so gefährlich macht. Wenn sich robotisches Leben selbstbewusst ist und nicht die Limitationen von biologischen Leben hat. Was hast du denn auf dem Herzen? Ja, woher weißt du denn das schon wieder? Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Nicht? Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Sexy Captain Jack Harkness. Daher war das von Torchlight. Befehl ist Befehl. Befehl ist Befehl? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Halen, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm den nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest? Ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Im Moment bin ich für jede Hilfe dankbar. Sehr gut, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Ah ja, ich muss noch eben meine Powerrüstung holen. Ohne Moment, por favor. Mann. Vor allen Dingen, dass das Ding ist, wenn Dance selber nicht bewusst hat, dass er ein Synth ist, wirft das eigentlich für ihn riesengroße Glaubenskrisen auf, oder? Mann, das wird hier am Ende nochmal interessant. Das ist ja ein Ding. Ich müsste übrigens natürlich nochmal zurück nach Sanctuary. Ich müsste meine Powerrüstung A reparieren und B müsste ich mal ein bisschen Zeug ablagern. Ich glaube, ich bin ganz schön überladen. Ich finde persönlich ja, wenn er ein künstlicher Dance sicherer selbstbewusst ist, verdient zumindest einen ähnlichen Respekt wie der andere mit. Ja, das ist ja, glaube ich, genau die philosophische Frage, die ich versucht fordert, hier irgendwie aufzuwerfen. Ja, danke. So, wie muss sein, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Fallout 4. Macht's bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Durchgehend grün.